Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo um den Podcast rund ums Fahrrad. Heute wieder eine Folge vom Giro d'Italia, Giroce Spezialfolge Nummer 5 zur heutigen Etappe. Die ging von Praia a Mare, vermutlich am Meer, nach Benevento. Und die Frage war natürlich vorher, wird das Geburtstagskind Marcel Kittel das rosa Trikot behalten, wieder zurückerobern, indem es heute bei dieser Etappe möglicherweise den Sprint gewinnt, wird es in den Händen von Tom Dumoulin bleiben. Und es ist nicht so viel zu verraten, wenn das andere Geburtstagskind, Adam Hansen, heute noch eine weitere Rolle spielen wird. Also der Tag der Geburtstagskinder, möchte man fast behaupten. Vom Start weg ging es direkt leicht bergauf. Damiano Cunego sicherte sich die erste Bergwertung. Meine Vermutung von gestern wird sich vielleicht bewahrheiten. Geht er Richtung Bergtrikot, weil es war so eine typische Attacke für die Bergtrikotpunkte. Danach bildete sich eine Gruppe von 4 Fahrern, die sozusagen den ganzen Tag vorm Feld hin und her fahren. Die ganze Etappe über passierte eigentlich typischerweise nicht sehr viel. Meine Prognose von gestern, dass möglicherweise Ausreißer durchkommen, hat sich nicht bewahrheitet. Diese 4 Fahrer wurden gar nicht weit vom Ziel, ich denke 8 Kilometer oder circa, eingeholt. 2 Runden wurden dann noch gefahren, eine fast schon kriteriumsartige Ankunft, leicht bergauf auf Kopfsteinpflaster. Und die Frage, die sich so im Verlauf der Etappe stellt, war, wird es ein typischer klassischer Sprint am Ende sein werden? Oder wird es dann doch so sein, dass vielleicht eher wie bei den belgischen Frühjahrsklassikern ein endschneller Bergauffahrer das Rennen machen wird? Und es war dann doch ein mehr oder minder klassischer Sprint, gewonnen von dem Gorilla. Herzlichen Glückwunsch an André Greipel, der heute die Sprintankunft abgeschossen hat. Vor Greipel, vor Demar. Also wir wurden darauf hingewiesen, wir möchten noch die Teamnamen richtig nennen. Greipel von Lotto Soudal vor André Demar von FDJ und Sonny Colbrelli vom Team Bardiani CSF. Bob Jungels, Moreno Hofland, Belletti, noch sehr bemerkenswert, Rick Zabel auf Platz 7 sind so die darauf folgenden Plätze gewesen. Im Rennen rund ums rosa Trikot hat sich dementsprechend kaum etwas getan. Es ist so, dass Tom Dumoulin weiterhin im roten Trikot fährt. Ein paar Fahrer haben sich so hier und da ein Sekündchen geschnappt, weil Valverde, wenn ich das richtig gesehen habe, hat mal hier ein bisschen was aufgeholt. Aber insgesamt hat sich da nicht besonders viel getan. Die Aussicht auf morgen, Nachtrag, Marcel Kittel ist mit 11 Minuten Verspätung reingekommen. Also er konnte an den hügeligen Bergen nicht mehr mithalten und hat sich ein paar Minuten eingefangen. Ich denke mal, damit ist der Trikot oder der Traum vom Rosa jetzt so ausgeträumt und er wird sich dann komplett auf die Sprintwertung konzentrieren. Morgen die erste Bergankunft. Morgen wird es wahrscheinlich so sein, dass die ersten, ich will nicht sagen Attacken der Favoriten kommen werden, aber zumindest ist morgen ein Tag, wie man so schon sagt, wo man den Giro nicht gewinnen, aber verlieren kann. Deswegen habt morgen ein Auge auf die Favoriten und habt auch morgen Abend ein Ohr für den Chris, der morgen übernehmen wird und uns dann die Neuigkeiten von Giro d'Italia 2016 berichten wird. Euch allen einen schönen Tag und diejenigen, die es jetzt nochmal runterladen mussten, sorry, wir hatten ein kleines technisches Problem. Danke fürs Verständnis. Tschüss.